Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier auf der Frühjahrsprödental-Kirmes oder so in die Richtung. Weiß nicht, ob ich richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall hier in Krefeld. Und hier gibt es dieses Jahr ein ganz großes Highlight. Nämlich die größte transportable Achterbahn ohne Überschläge. Die Alpinerbahn. Ja, willst du was dazu sagen? Sehr schön. Finde ich gut, dass sie heute nochmal hier ist. Auf jeden Fall, das Ganze kostet 6 Euro. Habe ich schon gesehen. Und wir gucken aber mal, was hier sonst so gibt. Ein Autoscooter, ich glaube sogar zwei. Und ich nehme euch hier mit. Wir haben heute den ersten Tag. Das Ganze. Sandro, wie lange geht das? Bis zum 22.05. Und ja, let's go. Wir gehen jetzt noch runter auf den Shaker. Wir haben uns einmal das Vierer-Ticket für 14 Euro genommen. Das heißt 3,50 Euro pro Fahrt. Eine Fahrt kostet 4 Euro. Vollkommen fair finde ich das Ganze. Und ich würde sagen, hoffentlich machen wir ein paar Überschläge. Wir kamen jetzt gerade aus dem Shaker, 3,5 Minuten Fahrzeit, geht auf jeden Fall in Ordnung. 3 oder 4 Überschläge hatten wir jetzt gerade, aber wir hatten richtig cool so eine Stationsdurchfahrt über Kopf. So fast, also Station macht gar keinen Sinn, aber so vorne eine ganze Kurve sozusagen, war ganz nett. Genau, und hier wird jetzt hier gleich das Fass angestoßen und Musik gemacht, genau. Für uns geht es jetzt ganz klar aufs Highlight hier, nämlich die Alpinerbahn. Wie ich schon gesagt habe, die größte transportable Achterbahn ohne Inversion. Das Ganze kostet hier 6 Euro, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich freue mich drauf. 2 Zugbetriebe sogar und kommt auch bisher ganz gut hier an. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal drauf und genießen die Fahrt. Bin ich echt lange nicht mehr gefahren und wie gesagt auch ohne die Gerstlauer Züge das letzte Mal oder also ohne die neuen Züge. Alpinerbahn und ja, das Ganze für 6 Euro und auch für die Älteren der Bahn. Klar, die hat neue Züge bekommen und die Züge sehen auch relativ nice aus und sind auch relativ bequem. Natürlich ruckelt die Bahn ein bisschen, aber ich finde gerade für das Alter der Bahn fährt die schon echt gut und macht auf jeden Fall gut Spaß. Und ich finde es sehr schön, dass wir noch ein paar von den großen Anlagen, was heißt ein paar, der Olympiade übrigens steht zurzeit in Wien. Aber hey, sowas im Krefeld zu haben, ist schon der Wahnsinn. Auf so einem kleinen Kirmesplatz ist schon echt, echt cool. Und es gibt aber ein paar weitere Highlights noch hier. In Robotics haben wir zum Beispiel da vorne. Oder in Jetlag. Den Jetlag bin ich auch noch nie gefahren. Und in Robotics auch nicht. Und da gucken wir bestimmt gleich auch mal hin.
jetzt letzte Runde auf den Polyp. 4,50 € kostet der Spaß, da jetzt ist raus. Fette Party, genau. Hammerstimmung! 4,5 Minuten Fahrzeit, war auf jeden Fall eine echt klasse Fahrt und es hat einfach hier bei dem der Polyp, also wirklich einfach richtig, richtig, richtig Stimmung. Kann ich euch nur empfehlen, auch wenn 4,50 € finde ich schon echt teuer für ein Ticket ist, aber trotzdem Bombending und ein bisschen längere Fahrzeit hat man hier auch. Jetzt gucken wir weiter, weil ein Highlight gibt es auf jeden Fall, zwei Highlights gibt es noch. Jetlag und wie heißt das Ding? Das über was über Kopf geht. Das sind wir auch noch nicht gefahren. Mindestens also noch zwei Highlights. Robotics heißt es. Auf jeden Fall gucken wir mal weiter. Hier ist auf Jetlag. Das Ganze kostet 5 Euro. Freue ich mich drauf. Bin ich noch nie gefahren. Habe ich aber schon einmal gesehen. Und ja, genau. Auf da. Wir kommen jetzt gerade aus Jetlag und ich finde das Teil richtig gut. Für 5 Euro, ich denke nicht günstig, aber ich fand es vollkommen in Ordnung. 4,5 Minuten auf Fahrzeit und richtig adrenalinreich. Es zieht natürlich ein bisschen an den Beinen, aber insgesamt testet es aus. Ich finde es echt mega und ja, eigentlich Top-Sache. Jetzt bin ich noch auf die letzte Sache, die ich hier noch nicht gefahren bin, auch auf jeden Fall gespannt. Aber erstmal muss ich auch noch ein paar Aufnahmen machen. So langsam geht auch die Sonne runter und nachher gibt es ja auch noch das Feuerwerk, weil heute erster Tag, der Freitag ist. Mal gucken, wie das Feuerwerk wird. Wir haben uns jetzt mal hier auf den Parkplatz gestellt, weil jetzt gleich soll jederzeit das Feuerwerk abgefeuert werden, was heute hier abgefeuert wird. Auf jeden Fall mal gucken, wie das so wird. Die Kirmes ist halt aber noch ein bisschen länger offen und danach fahren wir auch noch was, weil Robotics sind wir ja immer noch nicht gefahren. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt aber erstmal das Feuerwerk an. Wir haben jetzt gerade das Feuerwerk gesehen und es war auf jeden Fall lang, aber dadurch, dass es jetzt nicht mit Musik oder so unterlegt war, was aber klar ist, fand ich es jetzt nicht so mega toll, aber ist natürlich ganz nett. Jetzt geht es auf jeden Fall auf Robotics, ist da schon vor mir und leuchtet ganz schön grell. Genau, freue ich mich drauf, 5 Euro. Wir haben uns gerade eben schon den Chip geholt, aber haben uns erstmal das Feuerwerk angeguckt und sieht auf jeden Fall sehr adrenalinreich aus. Da geht es drauf. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah, the end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nosebleed. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the mind piece. Looking for the love inside me, inside me.
Wir kommen jetzt gerade aus Robotics und das war wirklich eine richtig coole Fahrt. Und obwohl es sehr, sehr, sehr voll war, haben die uns 3 Minuten Fahrzeit gegeben. Finde ich vollkommen in Ordnung. Und hat ordentlich Spaß gemacht, ordentlich adrenalinreich. Und man war sehr viel über Kopf. Jetzt haben wir Bock auf noch eine Runde Polyp. Weil wir haben uns gerade eben ja auch mehrere Tickets geholt. Und deswegen geht es noch eine zweite Runde, jetzt im Dunkeln, auf den Polypen. Da freue ich mich sehr drauf, weil der hat ja gerade eben schon eine Hammerstimmung gemacht. Und wird ja mit Sicherheit jetzt nicht schlechter. Vielleicht wird die Fahrt ein bisschen kürzer, aber die Stimmung wird bestimmt nicht darunter leiden. Weil was machen wir? Foto! Asoziale Sch. Das war gut, das war gut. Jetzt geht's hier drauf, Action! Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nosebleed. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find. Wir hatten jetzt gerade noch eine echt gute Polypfahrt, war richtig spaßig und wieder Bombenstimmung. Ist halt einfach bei dem Polyp, den bin ich auch letztes Jahr ein neues gefahren. Ey, ist immer Wahnsinnsstimmung. Genau. Und der gönnt auch immer ganz gut Fahrzeit. Also wir hatten auch gerade wieder 5,5 Minuten, was echt mega, mega nice ist. Jetzt verlassen wir auf jeden Fall so langsam den Kürbisplatz. Was heißt so langsam? Wir verlassen ihn gerade. Tschüss YouTube. Also, hallo YouTube. Auf jeden Fall. Cedric vloggt! Ich hab die ewig gehört. Mir doch egal. Auf jeden Fall, meine Stimme ist etwas am Arsch, wie man hört. Ich habe ein bisschen viel gebrüllt. Die beiden haben sich gerade noch einen Schokospieß geholt. Ja, sonst würde ich sagen, wir sehen uns dann in einem anderen Video. Es war ein super cooler Tag und hat echt Spaß gemacht. Und noch viel Spaß auf YouTube. Ciao, ciao! Hier auf der Seite siehst du 2 Videos, die kannst du einfach anschauen. Und hier auf der Seite kannst du einfach abonnieren. Du hast immer noch nicht abonniert. Los, nach hinten abonnieren. Und auf Instagram Cedric Vlog abchecken. Sehr gut.